Wie ich ab jetzt den Überblick behalte über meine Anlage, über Dinge, die ich eigentlich gar nicht sehen kann, die ich sichtbar gemacht habe, darum soll es heute mal in diesem Video gehen und das möchte ich dir ganz gerne vorstellen. Und damit recht herzlich willkommen bei Traindreams und ich würde sagen, wir starten sofort mit dem Live-Part. Bleibt dran! Ich bin vor einigen Tagen im Forum 1zu160.net auf ein sehr interessantes Thema gestoßen. Und zwar ging es dort um die Kameraüberwachung nicht sichtbarer Teile auf der Modelleisenbahn. Und da wurde so besprochen über Kamerasysteme und da war das Thema eben recht interessant für mich. Und da bin ich gleich mal auf die Suche gegangen, habe ich gedacht, okay Uli, das ist eigentlich das, was du auch brauchst. Du hast ja so einige Bereiche auf deiner Modellbahn, die du überhaupt nicht einsehen kannst. Und da zeige ich euch mal ganz kurz was dazu. Ja, und daran soll es gehen, und zwar mit diesem Set. Wir machen das jetzt mal gemeinsam auf. Kann nicht wundern, ich habe das hier oben unkenntlich gemacht. Aber wir gucken mal hier rein. Und zwar, ich habe mich da ein bisschen eingehend mit beschäftigt, überlegt, was kann man eigentlich am besten machen, was brauchst du? Und da kam ich auf die Idee oder auf den Gedanken, erstmal, dass der Monitor schön groß sein sollte. Da habe ich mich für einen 9 Zoll LCD-Monitor entschieden. Und da wir ja gerade Black Friday Week haben, komischer Name übrigens, Und habe ich mich mit einem satten Rabatt für dieses System entschieden. Das habe ich mal wieder in Fernost bestellt. Das gleiche System bekommt man in Deutschland bei Amazon, das kann man ja ruhig hier sagen, ist überhaupt kein Problem, für 179 Euro. Bei Black Friday kam es 140 Euro und ich habe es bekommen für 80 Euro. Und dachte ich erstmal, naja. 80 Euro, das sind 100 Euro weniger als original verlangt dafür. Aber wir schauen mal rein. So, es macht erstmal soweit einen guten Eindruck. Alles schön verpackt. Das wollen wir wegnehmen. Hier oben scheint schon das Display drauf zu liegen. Ja, das ist also tatsächlich das gleiche System. Sehr schön. Ich hoffe, ich halte das nicht so rein in die Kamera. Nee, es geht eigentlich. Sehr schön. Der Monitor von der Größe gefällt mir. Und hier ist, wie es aussieht, das ist natürlich sehr, sehr schön, ein Einbaurahmen ringsrum. Seht ihr das? Hier kann man das noch raushebeln, wie es aussieht. Ja, dass man das eben auch so anbringen kann. Ich will jetzt hier vielleicht nicht sinnlos Gewalt anwenden, weil ich glaube, man müsste diese kleinen Nasen ein bisschen zurückdrücken. Aber auf jeden Fall, so hatte ich das also auch mir angeschaut. Hier ist der Stecker. Hier gibt es also nicht zig Kabel, die man braucht, also keine extra Stromversorgung für die Kameras und so weiter, sondern alles über ein Steckersystem. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen tiefer hier rein. Wenn das Display auch von der Qualität nachher gut ist, wunderbar. So, 4 Kabel sind dabei. Jawohl. 2x10 Meter und 2x20 Meter. Bisschen überdimensioniert für mich, weil meine Bahn ist ja bloß 5 Meter breit. Aber gut, das ist jetzt mein kleines Problem. Das packen wir mal hier rüber. Was nicht heißen soll, dass ich ein größeres Problem noch habe, aber zumindest ist das jetzt kein Problem für mich. Der Anschlusskabelbau. Das heißt, hier geht es zum Display, haben wir gerade gesehen, den Stecker. Und hier geht es dann jeweils zu den einzelnen Kameras. Vielleicht mal noch ganz kurz zu der Geschichte. Ich hatte mich auch mit einem Wireless auseinandergesetzt, das heißt mit schnurlosen Kameras. Habe mich aber zum Schluss dagegen entschieden. Erstmal, weil die Entfernung bei mir relativ klein ist. Und zum Zweiten, weil ich ja ohnehin für jede Kamera Strom brauche. Das heißt, ich lege sowieso 2 Abern hin und die 2 Abern wären, glaube ich, nicht viel dicker gewesen als diese Kabel, die hier dabei sind. Also sollte das von der Sache her passen und ich komme ja noch überall hin. Ich kann ja diese Kabel, die ich dann verlegen werde hier, wir gucken noch mal schnell rein, das ist also durchaus machbar. Wir haben ja, oder ich habe, warum redet man eigentlich mit einer Wirform in dem Video, hier so ein Dickste ist ja dieser Stecker, den ich überall durchkriegen muss und diese Möglichkeit habe ich. Also selbst im Wendelbereich habe ich die Möglichkeit, ja, dahin zu kommen. Das ist anscheinend der Stecker, der, nee, hier nicht, das hier rankommt. Das wird also verschraubt. Ich kann das ja mal rausmachen. Ich muss es ja sowieso öffnen. Ich hoffe, das knistert nicht zu laut hier im Video gleich. Ja, sehr schön. Also, das kommt dann hier zusammengesteckt und dann wird es sogar noch verschraubt, was ich sehr, sehr schön finde. Das heißt, alles, was hier benötigt wird, ist hier drin. Das kann nicht auseinandergehen. Was will ich mehr?
So, und dann haben wir hier lediglich noch die vier Kameras. Das ist der Haltefuß. Wenn ich das aus dem Rahmen rausmache und mir irgendwo hinbauen möchte, dann kann ich das, also so habe ich das auch alles schon im Internet gelesen. Ich werde diesen Artikel hier unten drunter verlinken. Wen es interessiert, ihr könnt ja gucken, ob noch ein Angebot da ist. Ansonsten ist es ja nur eine Sache, die ich euch zeige, weil ich das gemacht habe. Aber wer sowas auch gerne machen möchte, also hier ist ein Metallfuß. Kann man das auch irgendwo anbringen, meinetwegen an ein Stellpult mit drauf oder was weiß ich. Das ist ja nur völlig egal. So, packen wir mal raus noch mit. Und hier haben wir, ich mache jetzt mal diesen ollen Karton hier vom Tisch runter, das klappert ja wahrscheinlich alles ziemlich laut hier, noch die vier Kameras. Jetzt bin ich gegen meine Kamera gestoßen hier. So. Die Kleinkram ist dabei, eine Fernbedienung, die ich wahrscheinlich nicht brauche, kleine Schrauben, wofür auch immer, kann ich mir alles noch mal angucken. Jetzt machen wir erstmal Platz hier auf dem Tisch. So. Und die Kameras, da sind sie. So, genauso habe ich sie erwartet von der Größe her, alles kein Problem. Hier sehen wir sie schon, kann man sie anbringen. Das wird einfach mit Schräubchen hier an diese Dinger irgendwo angebracht. Ich habe es ja gezeigt. Der Platz ist auf jeden Fall da. Das ist ja eigentlich ein Rückfahrkamerasystem für LKWs. Das kann ich zwischen 12 und 24 Volt anschließen. Und das ist dann wahrscheinlich so ein Wasserschutz. Aber das finde ich recht praktisch. Das kann man auch als Blendschutz benutzen, wenn daneben gleich eine Lampe sein sollte. Ansonsten ist das Ding hier überflüssig. Kann man auch abmachen, überhaupt kein Problem. Das sind dann in dem Fall vier von diesen Kameras. Ja, da muss ich sagen, das lohnt sich wirklich. Hier Nummer 3. Ja, Nummer 4 wird genauso aussehen. Kann man nichts gegen sagen. Dafür, dass ich das unter 50% des eigentlichen Kaufpreises bekommen habe. CE-Kennzeichen drauf, gut, okay, da kann man ja auch bloß einen Aufkleber machen, aber wie ich gelesen habe, ist das auch alles in Ordnung, ist ja auch verkabelt, ist ja kein Schnullus und es ist ja auch hier 12 Volt drauf, alles super, alles schick. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich mal um den Aufbau, ich mache erstmal hier am Tisch einen kleinen Aufbau, dann werde ich euch das zeigen, wie es ausschaut und danach kommt ja der Einbau nachher auf meiner Modellbahnanlage. Bleibt schön dran. Jetzt habe ich alles hier mal zusammengestöpselt. Das heißt, ich habe wirklich nur von diesem Kabelbaum hier jede Kamera direkt verbunden. Das heißt, hier kann man auch ohne dieses 10 oder 20 Meter lange Kabel das Ganze verbinden. Und habe hier die beiden Adern ausgemacht, die ich brauche. Das ist also für, hier steht es auch drauf. Das wird man jetzt wahrscheinlich hier nicht lesen können. Ich kann es hier mal trotzdem reinhalten, falls man es lesen kann. Plus 12 bis 24 Volt spielt also keine Rolle. Also man kann jetzt also durchaus beide Spannungen oder irgendwas dazwischen auch anschließen. Und habe hier jetzt von meinem Labornetzteil hier so kleine Lanzen, die ich eigentlich für Platinen benutze. Und da kann ich das jetzt hier vorne mal so dran heften. Moment, so, das wäre das Rot. Und hier hätten wir jetzt das Schwarz. Okay, das lassen wir mal so ganz lieblos jetzt hier so hängen, das reicht völlig aus. Dann den Monitor hier hin, ich lege den mal so, ja, das müsste passen, weil ich habe hier mehrere Beleuchtungen oben drüber. Ich lege das mal hier so hin, das sollte passen und verbinde das jetzt hier auf der Seite. So, dann, das passt alles irgendwo, so können wir es machen, das müsste blendfrei sein und habe jetzt hier die vier Kameras aufgestellt, 1, 2, 3, 4, die zeigen alle hier irgendwo mein Werkzeug hinten rein und die Kabel drücken das so ein bisschen. Angenehm ist auch hier, hier gibt es noch solche Schutzhöhen, die man drüber schieben kann. Das ist sicherlich jetzt hier nicht erforderlich, weil das ja im Grunde genommen auch wasserdicht sein muss, weil die Kameras sind ja alle wasserdicht und dann eben auch die Hüllen für die Kabel, dass da eben nichts passiert, wenn man damit dann eben im LKW unterwegs sein sollte oder Wohnwagen oder was weiß ich. Und wir Modellbahner brauchen das nicht. So, jetzt schalten wir mein Netzteil hier mal ein. Und jetzt müsste ja im Grunde genommen irgendwas passieren. So, da drücke ich mal drauf. Passiert nichts. Das ist ja auch der Empfänger, sehe ich gerade. Power steht ja auch direkt daneben. So, ach, hier ist jetzt ein Kabel abgegangen. Naja, seht ihr, das ist ja natürlich jetzt hier wirklich ein Aufbau. Naja. Mal gucken, was wir jetzt hier erreichen damit.
Ja, da ist es schon. Jetzt. Ich hoffe, das blendet nicht allzu doll. Ich halte es mal so, damit ich auch was sehe. So sieht das aus. Und wir sehen schon meine drei Kameras. Kamera 4 ist hier drüben. Kamera 3 ist dort. Das könnte man, wenn man das als Außenspiegel benutzen. Hier ist jetzt die Kamera 2. Und hier ist die Kamera, die auf mein Netzteil drauf zeigt, hier drüben. Und ja, da kann man eben auch, wenn man das möchte, jetzt hier hochregeln. Ihr seht schon, 15, 16 Volt. Also ist immer dasselbe, spielt überhaupt keine Rolle. Ich lasse es mal so bei 12 Volt stehen. Ja, 11,5 funktioniert es genauso noch. Okay, das passt. Und jetzt kann man, wenn ich jetzt richtig mir alles gemerkt habe, auch hier irgendwo umschalten. Ja, Kamera 1. Kamera 2. Kamera 3. Okay, das ist sehr, sehr dicht hier hinten dran. Ja, das sind keine 10 cm. Das ist also nicht gewollt. Kann man auch noch umdrehen. Das habe ich auch gelesen. Kamera 4. Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3, Kamera 4, Kamera 2, Kamera 3, Kamera 1, Kamera 4, super, Kamera 1, 2 und 3, 2, 3 und 4, 1, 2, 3 und 4. Das ist der Modus, der mich am meisten dabei interessiert. Was ich sagen kann, ich habe alle vier Kameras, ja, man sieht es jetzt hier sehr schön, drauf. Und dann kann ich mir das hier drüben an mein Stellpult oder an mein Steuerpult mit daneben machen oder drüber machen. Ich muss mal sehen, wo ich es hinbaue, das spielt also überhaupt keine Rolle. Und dann habe ich dann eben die vier Bereiche, die ich euch gezeigt habe. Ich sage mal meinetwegen Wendel, dann oben unter der Fabrik, dann unter meinem Holzwerk da hinten, die Doppelkreuzungsbereiche, und das könnte man hier unten links, ist völlig egal. Oder man ordnet es logisch an, Wendel unter der Fabrik und dann die rechte Seite, wie auch immer. Und das gefällt mir. Also da muss ich echt mal sagen, das ist eine wunderbare Sache, die lasse ich mir gefallen. Und jetzt sind wir in dem alten Modus wieder drin, der jetzt für mich weniger interessant ist, weil das ja hier dann so schmal an der Seite ist. Spielt jetzt überhaupt keine Rolle. So, und dann mit der... Wo haben wir jetzt hier das andere noch? Die Fernbedienung. Die wäre hier. Und über die Fernbedienung hätte man auch noch das Menü, was man verwenden kann. Da würde ich sagen, ich lege hier mal eine Batterie ein. So, und melde mich gleich wieder. Bleibt schön dran. So, Batterie ist da. Das ist ja... Stehen Verschlüsse immer. Ich liebe es ja. So, haben wir es denn jetzt mal hier? Ja, na endlich. So, Batterie raus. Schublade habe ich schon mal angeöffnet, damit ihr nicht lacht, wie ich das mache. Hier kommt jetzt eine ganz normale 2032 rein. Kriegt man in jeder Kaufhalle im Kassenbereich. So, jetzt wollen wir mal kicken. Da ist es. Das meinte ich. Ich mache es mal wieder blendfrei. So, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Sättigung, V, weiß ich nicht, was es sein soll da unten, und Reset. Gucken wir mal rein. So, Helligkeit. Muss man jetzt, ja, jetzt machen wir das Display, seht ihr? Heller. Das geht also dann wahrscheinlich nur über, ja, ein bisschen Geduld braucht man da wahrscheinlich. Ja, sehr schön, kann man also heller stellen. Na komm schon, also diese Fernbedienung, die kenne ich, die hat meine Frau auch so verkerzen und sowas alles. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Okay, aha, Rotate, gucken wir mal auch rein. Bildschirm drehen, jetzt ist es negativ, erinnert ihr euch, wo ich vorhin sagte, das kann man noch verändern? Ja, ja, okay, kann man also ändern. Warte mal. Jetzt will ich mal eins machen. Hier oben, was ist denn das überhaupt? Guckt man da oben rein? Nee, komm, wir gehen auch mal ja komplett rein. Das ist so die Vorauswahl da oben. Das ist hier kein Touch. Da sind wir also... So, Kontrast ist klar. Da kann man das Bild kontrastreicher machen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Die Farben, wenn einem das nicht ausreicht, kann man dann auch noch anheben. Dass einem ein bisschen die Sättigung praktisch oder die Farben drin sind. So, ja, also ehrlich jetzt mal, hier ist alles drin, was ich irgendwo
braucht. Jetzt haben wir hier oben, ja, das rotiert wieder. Dann können wir hier wahrscheinlich auch die Sprache noch umstellen oder auch nicht, keine Ahnung. Englisch? Nee, meines Erachtens hatte ich gelesen, aha, Deutsch. Jetzt haben wir es auf Deutsch. Deswegen steht da jetzt Time, weil wir es auf Deutsch haben. Naja, egal. Und AV, hier kann ich die einzelnen Kameras wahrscheinlich, nee, die Uhr, eine Uhr kann ich hier einstellen. Das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Aber mein Gott, sie sind halt dran. Jetzt haben wir es hier eben stehen. Steht immer noch da. Egal. So. Die Audiofunktion geht nicht. Hier ist nichts mit Audioübertragung. Das brauche ich auch nicht. Aber ich finde es witzig, wenn man das auf Deutsch stellt, dass die Lichtempfindlichkeit und alles da, das Backline, also diese Linien, wenn man die rückwärts fahren will damit, ja. Aber Mensch, Leute, es ist doch genau das, was ich eigentlich will. Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3 kann ich hier alles wunderbar anwählen. Bin ich super zufrieden mit. Ich würde sagen, ich baue das jetzt hier alles ein, werde euch wahrscheinlich ein paar Aufnahmen zeigen vom Einbauen her. Und dann, ja, bleibt schön dran. Dann werden wir alles zum Schluss uns angucken können, wa? Jo, eins hätte ich fast noch vergessen, euch zu zeigen. Zum einen habe ich es über diese Rotate-Funktion geschafft. War bloß ein paar Klicks, aber das wäre zu langweilig für euch geworden. Dass die Kameras jetzt ich drehen konnte, so dass, wartet mal kurz. Ja. So dass das jetzt hier vernünftig zu lesen ist. Wie gesagt, es sind nur 10 cm hier, die da zwischen sind. Deswegen ist das ein bisschen unscharf. Ist nicht dafür gedacht. Es sollte schon ein paar Zentimeter sein, wenn ich jetzt mal auf die 4 umschalte hier. So, wo ist er hier? Ja, wenn man da so ein bisschen weggeht, seht ihr schon, hoppala, seht ihr schon, wunderbar scharf, genauso wie man sich das wünscht. Was ich euch aber zeigen wollte, ist die Nachtfunktion. Wenn ich jetzt das Licht mal ausschalte hier, so, das aus und das aus, dann hat es schon umgeschaltet und ihr seht, hier ist eine Nachtsichtfunktion mit drin. Das heißt, wenn man einen Tunnelbereich hat, der dunkel ist, ich habe meine ja mit Wartungslicht ausgestattet. Das heißt, ich kann Licht in meinen Tunneln anmachen, da hätte ich es halt auch noch farbig und so. Aber ihr seht schon, ich kann das genauso gut hier im Dunkeln verwenden. Man sieht alles und das auch noch knackig und scharf. Drei Positionen kommt derzeit in Frage, wo ich die Kameras unterbringen kann. Die möchte ich euch mal kurz zeigen. Das ist zum einen hier auf der linken Seite unter dieser Fabrik, die hier hinten sich befindet. Dort ist sozusagen eine Wende, eine Kehrschleife, die zwei bzw. drei Einfahrten hat. Und zwar zum einen hier unten. Das ist die Stelle, wo der Zug sich ganz kurz mal blicken lässt, also unterhalb von Dobbingen, das ist ja der Bahnhof, der hier oben ist. Da kommt der Zug links unten raus, verschwindet hier drüben und macht praktisch eine Schleife unterhalb von diesem Ganzen und kommt dort hinten rechts das Tunnelportal wieder raus. Zum anderen geht es hier rein, ja, eben waren wir hier oben, zum anderen geht es hier rein und geht auf die gleiche Strecke, um da drüben wieder rauszukommen. Und diese Position, die sehe ich gar nicht. Das zeige ich euch, wenn ich die Kamera einbaue, wie das da drunter aussieht. Das heißt, da hinten wird ein Modul abgenommen. Das befindet sich da hinten, wo auch der schiefe Turm da, und nicht der schiefe Turm, aber die abgebrochene Spitze da hinten ist der Zeppelin-Landeplatz. Dort praktisch kommt die eine Kamera hin. Die nächste, ich mache mal hier einen Schwenk nach drüben. Die Position solltet ihr schon kennen. Ich gehe mal mit euch hier rüber. Achtung, so, ist hier die Stelle, an der ich derzeit den Steinbruch baue. Ich hatte es schon mal gesagt, hier vorne ist ja, entschuldigt, wenn es ein bisschen wackelt, ist ja das Holzlager. Hier oben kommt der Steinbruch hin und dort unten drunter, wenn wir jetzt hier reingucken, ich hoffe, ich sehe es, einen Augenblick mal kurz. So, ich habe mal kurz die Wartungsbeleuchtung angemacht. Ich habe ja an allen meinen Stellen, habe ich ja Wartungsbeleuchtungen drin. Und das ist praktisch jetzt hier die Doppelkreuzungsweiche, die da unten ist. Da oben sieht man einen Weichenantrieb, da unten irgendwelche Schalter oder Steckdosen, die noch verbaut werden wollen. Und diesen Bereich, den kann ich natürlich nicht sehen. Da kommt auch eine Kamera hin. Ja? Hier drüben geht es raus aus dem ganzen Schrank. Hier dahinter ist ja die Kehrschleife. Das ist die obere Etage vom Steinbruch. Hier unten ist die untere Etage. Auch hier sehen wir ein Wartungslicht oben drüber. Das ist praktisch
der Bereich, der hier drüben zum Wald führt. Und da unten drunter, wie gesagt, ist der zweite Bereich, wo jetzt eine Kamera hinkommt, dass ich das Ganze sehen kann. Ich gehe mal ganz kurz hier weiter. Hoppala. So, hier ist ja die Arkade unten drunter, mittlerweile schlecht zu sehen, weil sie von Bäumchen verdeckt ist. Auch da sehen wir leicht unten schon drunter, ist ein Wartungslicht. Ich gehe mal nochmal wieder hier rüber. So, und zwar dieses Portal hier unten. Das kommt von der Doppelkreuzungsweiche und auch der Bereich hier oben, da hinten, wo das Signal steht, kommt der Zug rechts raus und fährt nach links unter diese Arkade drunter. Und der Bereich, wie gesagt, da hinten drunter, Achtung, der Bereich da hinten drunter, da kommt die zweite Kamera hin. Die dritte Kamera wird hier drüben reinkommen. Hier ist die Wendel, die in meinem Schrank verbaut ist. Ich gehe mal ein Stückchen zurück, da könnt ihr euch mal mein Chaos angucken. Hier oben drüber sind haufenweise Bastelmaterialien. Unten drunter auch. Hört halt dazu. Und in diesem Schrank ist ja die Wendel verbaut, ja? So, die ist dreietagig, hat vier Ausfahrten auf dieser Seite. Und diese Wendel, wenn der Schrank zu ist, ich mache mal ganz kurz zu, lasst euch mal nicht stören von mir. Da vorne hängen ein paar Dinge dran, ein Erdmännchen. Und hier drüben ist die Anlage. Und hier in diesem Schrankteil befindet sich die Wendel. Damit ich die Wendel, ich mache noch mal kurz die Tür auf, Achtung. So, hier befindet sich die Wendel. Und damit ich auch hier reinschauen kann, während das Ganze in Betrieb ist, habe ich vor, hier eine dritte Kamera anzubringen. Muss ich noch mal genau schauen, wo ich es mache. Ihr seht, der Platz ist sehr, sehr begrenzt. Entweder hier oben, wo die ganzen Flaschen stehen, da ist eine Glasplatte drunter. Ich gehe mal kurz hier ein Stückchen tiefer. So, seht ihr das? Und da könnte man eine Kamera reinbauen, die sozusagen senkrecht nach unten, die mit einem Weitwinkel die Wendel sozusagen aufnehmen kann. Zumindest ein Teil davon, dass ich wenigstens sehe, was da passiert. Die nächste Idee wäre ja gewesen, statt des Wendels, Achtung, wäre, wenn ich hier die Klappe aufmache und hier unten reinschaue, das ist ein Bereich, den hat man sehr, sehr lange nicht gesehen von mir. Auch hier ist ein Wartungslicht gerade drin an. Wenn ich jetzt mal das Anlagenlicht ausmache oben, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, jetzt ist das Licht hier aus. Ich habe nur noch eine Zimmerbeleuchtung an. Und dieser ganze Bereich, das heißt, da hinten überall sind Gleise, die hier irgendwo lang führen. Das stelle ich noch mal irgendwann in Ruhe vor. Auch dieser Bereich wäre vielleicht die dritte Kamera möglich oder die vierte. Ich habe ja vier Kameras. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Variante. Die andere vierte sollte ursprünglich auf die andere Zimmerseite. Aber da ist ja, Moment, ist ja hier drüben der zweite Teil der Anlage, die hier noch gebaut werden soll. Das befindet sich hier hinter diesem Vorhang. Da weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Wahrscheinlich werde ich da sogar ein zweites Kamerasystem anbringen. Und das wäre hier drüben sozusagen, während hier unten drunter sich ja mein Schreibtisch befindet. Die Gardinen hängen gerade ein bisschen lieblos hier oben drin. Aber das ist ja auch egal. Da oben stehen so viele Sachen drauf wie Farben und was weiß ich was. Ja, das wäre hier der nächste Teil. Aber hier muss ich mal sehen, da ich überhaupt noch nicht weiß, wie ich das Ganze aufbauen werde. Das ist praktisch hier drüben der Teil. Hier unten ist mein Basteltisch. Genau. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Bleibt dran. Und nachdem ich jetzt mir überhaupt Gedanken gemacht habe, wo das aber alles hinkommen soll, hatte ich ja dann, glaube ich, erwähnt, das ist alle vier Kameras auf diese Seite der Anlage schaffen. Das heißt, die Seite, die jetzt hier über mir ist, die wird dann wohl separat irgendwo ein Kamerasystem bekommen oder auch nicht. Kommt drauf an, was hier drüben gemacht wird. Ich weiß es nämlich noch gar nicht, habe ich ja schon gesagt. Jetzt habe ich erstmal ein Loch gebohrt, um das Ganze jetzt hier überhaupt unsichtbar zu verlegen, denn die meisten, die mich kennen, werden es wissen, ich mag kein Kabel sehen. Oder wenn, dann müssen sie organisiert sein, aber auch die mag ich am liebsten gar nicht sehen. Deswegen Kamera, also Monitor hinten unter die Decke. Hier muss ich mich extrem lang machen, das heißt, ich stehe jetzt auf meinem Hocker, auf meinem, ja, mein Hocker, auf so eine kleine Trittleiter mit zwei Stufen.
und angel mich da jetzt aus, um drüben auf der anderen Seite den Monitor anzubringen. Hier hatte ich ein bisschen Glück, das heißt, den Monitor musste ich nicht verschrauben, sondern ich habe oben diese Holzleiste lediglich locker gemacht, zwei Schrauben. Die sind ja da an der Wand angebracht, weil da liegt ja wiederum die Decke meiner Modellbahnanlage drüber drauf, wo die Lampen befestigt sind. Und da konnte ich also hinten so dazwischen schieben, ja. Und dann konnte ich festklemmen, das passt schon. Und da hängt er schon. Also wie gesagt, ich musste keine einzige Schraube reindrehen, ich konnte es einfach so machen. Und jetzt sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite, wenn ich jetzt diesen Steinbruch abmache, an dem ich gerade aktuell ja baue, da drunter ist jetzt eine Kamera befestigt. Die ist jetzt, wie soll ich sagen, mehr oder weniger erstmal lose angebracht. Das heißt, ich habe die Position gefunden, wo sie hin muss. Da hätten sie mal auch das Kabel, wie es aus der Schrankanlage rausgeht. Und damit filme ich jetzt sozusagen die Doppelkreuzweiche. Ja, da habe ich die im Überblick. Und das Tolle, ich habe es festgestellt, ich habe es verwendet. Das Tolle an diesem Kamerasystem ist, der Zeigefinger, es funktioniert im Stockdunkeln. Das heißt, gerade in diesen Bereichen, wo ich kein Licht an habe, hier habe ich ja mein Wartungslicht an. Da, wo ich halt überhaupt kein Licht anmachen will, weil ich es jetzt nicht brauche, es geht trotzdem, es funktioniert. Ich sehe ein gutes, scharfes, wenn auch Schwarz-Weiß-Bild in dem Moment bei den Nachtaufnahmen. Es ist nicht farbig, wie soll es auch funktionieren? Und das passt. Hier sehen wir überall mal so ein bisschen die Wartungsbeleuchtung, die unter meiner Modellbahn ist, da hinten da drin. Das ist also kein Nachtlicht, was ich da extra nochmal drin habe, sondern das ist die Wartungsbeleuchtung, wenn mal ein Zug oder eine Lok, wie auch immer, da drin entgleist ist. Oder stehen geblieben ist, warum auch immer, kann ich halt mein Wartungslicht anmachen. Das kann ich auch anmachen. Da unten die vier Schalter sind das. Damit kann ich die einzeln steuern. Wir haben es ein bisschen im Hintergrund gesehen. Da kann ich halt in diesen Bereichen das alles anmachen. Und da kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt Kamera drinne, mache ich einfach das Licht an und da sehe ich mehr. Gut, da würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich wollte eigentlich, weil ich habe meine ganze Modellbahn wieder fit, das heißt, jetzt fährt alles, in Fahraufnahme hinten dran machen, aber ich bin der Meinung, wir haben jetzt hier fast 30 Minuten schon verblabbert. Das zeige ich euch noch, das kommt noch, aber ich würde sagen, an dieser Stelle macht es mal Schluss für heute. Hier zeige ich euch wieder oder blende ich euch zwei Videos ein, die zum Thema ein bisschen passen könnten. Und dann würde ich sagen, macht schön gut, Freitag 16 Uhr bin ich nächste Woche wieder für euch da. Macht schön gut, euer Uli. Ciao.